So Leute, herzlich willkommen zurück zu Nack. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und wir versuchen jetzt diesen Schlüssel zu finden. Aber... Was? Jawohl, wir haben es geschafft mit Millimeter an Leben. So. Mal schauen, was für Fallen uns noch erwarten. Auf jeden Fall keine Truhen, wie es aussieht. So, Nack. Abmarsch mit dir. Was seid ihr denn für Fische? Hä? Ah, das sind Mauern. Oh, das ist ein Labyrinth. Nice. Toll. Einfach nur im Kreis gedreht. So, das hier geht kaputt. Jawohl, da haben wir noch eine Truhe. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Ein Ach, jawohl. 5 von 10. Fehlt uns nur noch eins. Ah, da haben wir ein anderes Labyrinth. Wir müssen mal das schon. So, komm schon, schnell, schnell, schnell. Ich treffe das letzte noch. Wo ist es? Wo ist es? Ja, ja, ja. Jawoll! Wir haben es hinbekommen. Und die Tür hat sich für uns geöffnet. Danke, Leute. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Lava! Das kommt unerwartet. Das muss ein inaktiver Vulkan sein. Vielleicht kann ich sie aufnehmen. Aber zuerst gehen wir hier durch. Nehmen wir uns die paar Relikte mit. So. Erstmal die Vogelfischer. Mensch. Ich hasse die, ne? Ohne Witz. Fernkämpfer. Eine absoluten Hassgegner. Gibt's hier irgendwas? Ne, Weg versperrt. So, komm her mal, ja. So, was erwartet uns hier? Finden wir jetzt heraus. Nein, ich bin doch ausgewichen. Oh Mann. Ich meine, komm schon, Leute, ihr habt's gesehen. So, dann lass ich mich von denen wenigstens nicht treffen. Jetzt habe ich sogar Sonnenenergie benutzt. Aber ich dachte, komm, bevor du stirbst. Und was passiert? Ich bin trotzdem gestorben. Nochmal. Da ist diese Höhle. Jawoll. Haben wir es wieder gepackt. Ich denke, hier ist irgendwas kaputt da. Ja, direkt vor meinen Augen. So, da ist nochmal so ein Maya-Spinner. Dem gebe ich es erstmal jetzt richtig. Oder er gibt es mir. Ja, ja. Ja, aber die Maya-Fischer sind irgendwie noch cool. Sie haben irgendwas. Aber dieser Golem nicht. Das war auch, ich dachte, ich treffe den noch, bevor der irgendwie irgendwas machen kann. Dann nehmen wir die Relikte hier mit.
lassen uns von dem jetzt nicht treffen. Oder lass uns gut. Okay, jetzt ist es trotzdem. Oh, du Riesengolem, Mann. Gehst mir so auf den Pisser, ne? Mieser. Behinderung. Scheiß Ernst, guck mal, ich geb mir doch schon mehr Mühe. So, komm her. Guck mal, das ist diese Kombo. Ich sehe ihn nicht. Ausgenommen, so muss das. So, da ist die kaputtbare Wand, oder auch nicht? Schade, sah so aus. Wir bestehen nur noch aus einem Relikt-Skelett, aber jetzt haben wir schon ein bisschen. Jawohl, wir haben Full Life. Full Life ist immer gut. Obwohl bei dem Spiel hier macht es eigentlich gar keinen großen Unterschied. Wir haben Gesellschaft. So. 11-3. Der uralte Schlüssel. Sie dürfen den Schlüssel nicht bekommen. Ich habe wieder vergessen, die Tabern zu stellen. Weil ich will nicht, dass die Folgen zu lang werden. Weil ich Angst habe, dass sich das dann keiner ansieht. Denke ich. Mensch, ihr mit euren Bananen. So. Aber noch ein paar Relikte. Sonnensteine. Raketenwerfer können mir nix. Aber oh, diese Vögel, ne? Diese Fledermaus, Katzenviecher. Das ist kaputt. Da ist ein Schrimpel. So. Abmarsch. Das mit. Da scheint der Eingang zu sein. Sie sind hartnäckig, Doktor. Das lasse ich Ihnen. Victor! Und ein paar Freunde zur Unterstützung hat er auch dabei. Ich glaube, es steht 2-1. Wer schafft's zuerst bis 5? Bis zur 5? Bis zur 7? Nein. Das ist das letzte Gefecht. Wir sind vorbereitet. Wenn die alle hier euch nicht erledigen können, dann das hier. Das ist wie ein vergiftetes Relikt. Es stört die arkanen Energien, die deine Teile zusammenhalten. Nicht, dass wir deine arkanen Energien verstehen. Aber man muss etwas auch gar nicht verstehen, um es zu zerstören. Jetzt. Los, in den Tunnel! Danke, Nick! Nick ist einfach bester Mann. Dieses Mal solltest du kein Risiko eingehen. Erst besorgst du den Schlüssel. Dann vernichte Nick.
So, Victor, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Es wird etwas dauern, bis Victor da durchkommt. Ja, aber wir sollten uns trotzdem beeilen. Wir wissen ja, Victor ist ein mieser Pisser. Das ist aber ein großer Sarkophag. Noch ein 2.20. Das ist anscheinend der Deathneck. Das ist so ein guter Name. Deathneck. So. So, was haben wir denn hier? Kommt die Tür auf? Oh shit. Was? Nein. Schon. Da ist schon der Schlüssel, meine ich. Der Schlüssel. Wir sind Victor voraus. Mac, glaubst du, du schaffst den Sprung? Ja, glaube schon. Wenn die Tür geöffnet ist, und zwar vorsichtig, kann ich anfangen, die Geheimnisse der Zeit zu entschlüsseln. Wenn die Tür geöffnet ist? Doktor, haben Sie die Bedeutung der Höhlenmalerei nicht verstanden? Du hast keinen Begriff davon, was dieser Schlüssel bedeutet. Schon allein der Gewinn für die Wissenschaft. Oh, ich hab begriffen. Er bedeutet das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Wir müssen den Schlüssel vernichten. Das ist Blödsinn. Ne, leg los. Okay. Okay. Lukas, mach den Weg frei. Nein! Da stand furchtbare Gefahr. Wieso glaubt ihr das nicht? Hey, der Doktor ist der Stratege. Ich führe alles aus. Dank der Strategien des Doktors wurden wir gefangen genommen und du angeschossen. Sag mir, Nick, ergibt das wirklich einen Sinn für dich? Nicht so richtig. Es ist, wie ich gesagt habe. Egal wie verrückt der Plan ist, niemand steht im Weg des großen Doktors. Doc, der Kleine hat recht. Oh, 2 gegen 1 also, oder? Doktor, diesmal solltest du nachgeben. Du auch, Ryder? Du hast mich gebeten, dir zu sagen, wenn du einen Fehler begehst. Hey, vor einer Woche wussten wir nichts von den Riesenrelikten und alles war gut. Öffne diese Tür. Oder lass Victor die Tür öffnen. Und wir finden heraus, was große Verwandlung bedeutet. Vielleicht was Übles. In Ordnung. Zerstören wir ihn. Nack, du musst dich um den Schlüssel kümmern, bevor Victor ihn in die Finger bekommt. Hm. Die Gefahr ist zu groß. Ich nehme den. Den Schlüssel von mir hat, wird abgerechnet. Doktor, lauft ihr wieder zurück. Ich verfolge Katrina. Ich meine, der Weg war versperrt, aber okay. Wieso nicht? Das mit X war wohl nix, Leute. So, wo ist denn hier? Da. Jawoll. So, Neck wird immer größer. Und wir legen alles One-Hit. Und wir kriegen immer mehr Relikte dazu. So, Nag. Jetzt geht's gegen Victor.
Magie klären können und nichts tun. So, Moment. Ja, da oben ist was Kaputtbares. Das heißt, niemals zwei kaputtbare Sachen nebeneinander. Sage ich jetzt, aber wow, das ist jetzt schon riesig. Ist das dein Ernst? Das war perfekt. Ich muss sehen. Ja, das war echt perfekt von den Gegnern her jetzt. Jetzt kassiere ich viel mehr, weil ich gedacht habe, ich lege ihn trotzdem One-Hit. Jetzt, so, muss ich meine Gewohnheit umstellen. Also zwei Schläge. So, das war mal nice. Außer bei dir. Mal habe ich ihn. Den auch. Jawohl. Der Steinschlag versperrt Ihnen den Weg. Geben Sie mir einfach den schweren Schlüssel. Oh, diesen hier? Oh, bedauere, nein. Ich habe aber das hier für dich. Sie hat uns Relikte. Das artige Giftrelikt ist fest in dir drin. Wie fühlt sich das an? Hä? Warum triffst du den kleinen Pisser nicht? So, ich hab anscheinend schon verloren, aber nehmen wir einfach jetzt alles. So, diese Pisser. Jawoll. Ah, sie haben den Weg frei gemacht. Bis später, falls du überlebst. Bei dem Tempo mache ich's nicht lange. Ich muss mehr Relikte finden, bevor ich völlig zerfalle. So, Leute. Die kill ich noch. Auf jeden Fall sehen wir, was passiert in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis dahin, euer Nerofraze.